Wo sind wir hier? Liebe Leute, wir sind in der Zentrale der Macht. Und zwar das hübsche Gesicht hinter der ganzen Organisation dieser Sachsenkrat. Neben mir Daniela Bellmann. Hi Dani. Hi Thomas. Das Wichtigste, was ich da Dani schon vorhin sagen wollte, da war aber meine Freundin dabei. Deine neue Frisur steht dir super. Charmeur. Das meine ich wirklich so. Aber wir sind alle ziemlich kaputt, die an dieser Messe mitwirken. Und sag mir ganz kurz, wie viele Telefonate hast du in den 3 Tagen geführt und wie viele graue Haare hast du bekommen? Also unzählige Telefonate und Gott sei Dank sieht man bei meinen blonden Haaren die grauen Haare nicht. Das fragt meine Frau eigentlich auch nicht. Sag mir, die Resonanz, die wir so eingefangen haben auf den Gängen und auf den Fluren, war durchweg positiv, ohne jetzt zu früh zu unken. Kann man mit der Messe 2010 zufrieden sein, trotz der Witterung? Ja, ich denke schon, im Vorfeld können wir zufrieden sein, dass wir überhaupt in der Organisation so eine Messe auf die Beine bekommen haben. Andere Messen werden abgesagt. Wir sind stabil von der Seite her. Und wenn ihr sagt, dass es durchweg positiv war, kann man ja eigentlich nichts Besseres hören als Veranstalter. Wir machen ja nichts weiter als Komplimente des Publikums weiterzugeben und auch Komplimente natürlich der Aussteller. Warme Worte hat gestern zum Beispiel der ehemalige Sportvorstand des ADAC gefunden, auch gerade für dich. Das gebe ich dir hiermit weiter. Danke. Ich persönlich möchte mich natürlich bei dir und bei euch von der Ortec dafür bedanken, dass ihr nach wie vor durchhaltet und die Messe Dresden hochhaltet als erste Saisonmesse des Jahres. Bei Gericht sagt man immer ihre letzten Worte. Dani, sag auch doch einfach mal unseren Zuschauern, was uns vielleicht 2010 brachte und 2011 dazu bringt, nochmal auf die Messe zu kommen und was uns eigentlich von anderen unterscheidet. Ja, wir sind eigentlich hier wie eine kleine große Familie. Bei uns ist alles ein bisschen familiärer. Bei uns braucht niemand irgendwo groß jemanden suchen. Jeder ist findbar. Wir strahlen Optimismus aus und ich hoffe auch für 2011. Mit diesem Lächeln ist eigentlich alles gesagt, meine liebe Dani. Die letzten Messestunden gehen auch gleich vorbei und wir sehen uns 2011 an dieser Stelle. Dankeschön. Danke.